Herzlich willkommen beim Natur im Garten Gemeindewebinar. Ja, haben Sie sie auch schon wachsen gesehen? Diese hier, ein bisschen verschrumpelt ist jetzt schon, die Brennnessel. Oder den hier, den Giersch. Oder den hier, den Löwenzahn. Ja, mein Name ist Daniela Tüchler, ich bin Beraterin für Natur im Garten und ich kann es Ihnen versichern, falls Sie diese Pflanzen noch nicht entdeckt haben, sie wachsen und gedeihen auch heuer wieder. Ja, einerseits sind sie unglaublich wichtig, zum Beispiel die Brennnessel als Futterpflanze für Schmetterlinge oder ähnliche. Und andererseits gibt es aber gerade im öffentlichen Grün auch Bereiche, wo wir Kleehirse und andere Unkräuter einfach ungern sehen oder am liebsten schnellstmöglich wieder loswerden möchten. Zum Beispiel eben in den Freizeitanlagen und auf Spielplätzen. Und da, genau darum geht es heute, also ums Unkrautmanagement in Freizeitanlagen und auf Spielplätzen. Es läuft gerade die Umfrage, wo wir gerne wissen möchten, wer Sie sind und welche Funktion Sie in Ihrer Gemeinde haben. Bitte gern mit abstimmen, weil wir können Sie heute hier nicht sehen und auch nicht hören, möchten aber trotzdem gerne ein bisschen etwas über Sie erfahren. Dieses Webinar wird vom Land Niederösterreich finanziert. Aber Natur im Garten gibt es nicht nur in Niederösterreich, sondern mittlerweile lange auch schon in allen Bundesländern in Österreich. Und es gibt Natur im Garten auch in Deutschland, in der Schweiz und in Südtirol. Und egal, wo Sie herkommen, wir freuen uns wirklich über alle Gäste. Und an dieser Stelle wieder mein Aufruf, liebe anwesende Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Regionen. Ich bitte euch um eure Unterstützung im Chat, falls spezielle Fragen für eure Region, für euer Bundesland auftreten. Gut, dann gehen wir mal gleich zur Umfrage und schauen wir uns an, wie das heute bei den Teilnehmern aussieht. Sie müssten das Umfrageergebnis jetzt sehen. Also es sind heute keine Bürgermeister mit dabei, dafür 13% Mitglieder aus dem Gemeinderat, 28% vom Bauhof oder von der Stadtgärtnerei, 13% Amtsleitung, 5% Verschönerungsverein oder Dorferneuerungsverein, 21%, die schon super Experten zum Thema sind und 18% interessierte Bürgerinnen und interessierte Bürger. Gut, dann gebe ich das Ergebnis weg und starte dann auch gleich mit einer zweiten Umfrage. Und zwar ganz konkret wollen wir gleich mal wissen, was unternimmt Ihre Gemeinde generell gegen Unkräuter? Bevor ich jetzt die Antworten vorlese, möchte ich noch dazu sagen, also es ist wirklich diese Umfrage anonym. Wir sehen nicht, was Sie da anklicken. Also Sie dürfen sich gerne auch trauen, wirklich ehrlich zu sein. Also verwenden Sie zugelassene Herbizide oder arbeiten Sie mechanisch oder thermisch oder helfen bei Ihnen Ehrenamtliche bei der Unkrautbekämpfung oder darf bei Ihnen einfach alles wachsen, so wie es halt aus dem Boden sprießt und tun Sie lediglich mähen. Also bitte gerne wieder mit abstimmen. Ja, und in Niederösterreich ist es so, dass über 400 Gemeinden sich bereits zum ökologischen Weg bei der Unkrautbekämpfung bekannt haben. Das heißt, diese über 400 Gemeinden haben sich dafür entschieden, den öffentlichen Grünraum ohne den Einsatz von chemisch-synthetischen Pestiziden, Pflanzenschutzmitteln zu bewirtschaften und halten somit auch eines der Kernkriterien von Natur im Garten ein. Und es gibt aber dann noch weitere Kernkriterien. Das ist der Verzicht auf chemisch-synthetische Düngemittel, also Mineraldünger, Kunstdünger. Stattdessen viel besser organischen Dünger verwenden. Und der Verzicht auf Torf zum Schutz der Moore, aber auch als Klimaschutzmaßnahme, damit das Kohlendioxid wirklich unter der Erde gespeichert bleibt und nicht in die Atmosphäre verpufft. Und wir legen natürlich bei Natur im Garten großen Wert auf biologische Vielfalt, sowohl in der Tier- als auch in der Pflanzenwelt und auf die Gestaltung mit heimischen und ökologisch wertvollen Pflanzen. Ja, und wirklich ein herzliches Glückwunsch und ein herzliches Dankeschön an alle heute teilnehmenden Gemeinden, die diesen Weg schon gehen. Und alle, die noch nicht ganz so weit sind, wir unterstützen Sie gern, damit auch Sie Natur im Gartengemeinde werden. Ein Anruf oder ein Mail an die Grünraum-Servicestelle oder an uns Regionalberater reicht aus. Wir werden zum Schluss nochmal alle vorgestellt. Wir unterstützen Sie auf dem Weg zur Natur im Gartengemeinde sehr, sehr gerne.
Kurz vielleicht nochmal zur Technik. Also wir sehen und hören Sie nicht. Rechts unten im Chat haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen. Und falls einmal das Bild hängen bleiben sollte oder der Ton nicht mehr funktioniert, dann in der Mitte oben auf das rote Knopfball wieder verbinden drücken oder einfach über den Anmelde-Link nochmal neu einsteigen. Dieses Webinar wird auch aufgezeichnet und Sie bekommen dann im Nachhinein einen Link zugeschickt, wo Sie 5 Tage im Nachhinein das dann nachschauen können. Gut, und wir schalten jetzt meinen Kollegen, den Andreas Steinert, zu. Guten Morgen, Andreas. Guten Morgen. Der Andreas Steinert ist der Ansprechpartner für alle Unkrautfragen. Ich würde mal sagen, alle Kleeblüten ziehen ehrfürchtig ihre Köpfchen ein, sobald Andreas über eine Freizeitfläche spaziert. Dabei mag ich sie eigentlich ganz gerne, muss ich sagen. Dann verneigen sie sich vor dir. Ja. Ja, ich hoffe, Sie haben keine Angst. Und Andreas kennt auch nahezu jede chemische Formel von jedem Herbizid und weiß auch, welche Belastungen diese Mittel für unsere Umwelt und für uns Menschen darstellen. Und er hat auch schon viele verschiedene Geräte und ökologische Methoden zur Unkrautbekämpfung selbst ausprobiert. Und Andreas, du hast doch schon unzählige Gemeinden diesbezüglich unterstützt. Und bevor wir jetzt losstarten, möchte ich gleich die zweite Umfrage noch veröffentlichen, damit, Andreas, du auch darauf eingehen kannst. Schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Mhm. Also die Gemeinden sagen, 13% verwenden noch zugelassene Herbizide, 63% arbeiten bereits mechanisch oder thermisch, 3% haben Ehrenamtliche im Einsatz und bei 20% darf alles wachsen. Wirklich? 20%? 20%. Respekt. Ja. Respekt. Das ist wir haben ja auch zugelassene Herbizide, die wir empfehlen, muss man auch sagen. Aber ja, auf die gehen wir natürlich auch ein bisschen ein heute. Genau. Gut. Dann lassen wir die Zuhörer nicht mehr länger warten. Ich übergebe an dich, Andreas. Und ich bin sehr gespannt, welche Tipps du heute wieder für uns parat hast. Danke. Startest du deine Präsentation oder soll ich sie dir starten? Ich starte sie. Gut. Danke. Wunderbar. Ja, einen wunderschönen guten Morgen aus Tulln, aus dem Seminarraum in Tulln. Und ich muss sagen, ich bin jetzt zwar seit fast 10 Jahren im Unkrautmanagement oder in der Gemeindeberatung tätig. Es ist aber so, dass man wirklich jeden Tag was Neues lernt. Und ich bin auch gespannt auf Tipps von euch. Also ich bin da immer wieder darauf angewiesen, wie die Gemeinden teilweise mit Disteln, mit Brennnesseln, mit allem Möglichen da eben umgehen. Und es gibt ja da keine allgemeingültige Lösung, ne? Muss man ja auch sagen. Es ist jede Gemeinde anders, anderer Untergrund, andere Voraussetzungen, vielleicht auch einen anderen Anspruch an die Sauberkeit. Selbst 20%, die sagen, sie lassen alles wachsen, finde ich schon mal wunderbar. Da hat sich doch ein bisschen was getan. Ja, ich werde heute hauptsächlich über Unkräuter eben auf Freizeitanlagen reden, weil die Straßen, Plätze, Wege und Friedhöfe, die haben wir wirklich jetzt schon 2-3 Mal auch gehabt in den Webinaren. Auch die Neophyten haben wir gehabt und dieses Seminar beschäftigt sich eben um Freizeitanlagen und ich starte jetzt mal die Präsentation, dass ihr oder sie auch ungefähr wissen, um was es denn überhaupt heute geht. Und wir fangen an einfach mal mit den ganz normalen kleinen Sportplätzchen, die in den Gemeinden sind, zum Beispiel Beachvolleyballplätze, vielleicht auch Tennisanlagen, wo eben dann der Ziegelstaub liegt oder ja, so kleinere Fußballplätze natürlich sind dann auch mit dabei. Und da wächst natürlich immer sehr viel, gerade auf dem Sand. Und da gibt es eben auch Methoden, da relativ flott das Unkraut zu befreien. Man muss sich also nicht bücken und alles rausrupfen. Ja, das nächste sind die Spielplätze. Der sieht wirklich heftig aus. Man findet immer wieder witzige Sachen wirklich so im Internet, wenn man da einfach mal spezielle Fachsachen googelt. Also wenn der Spielplatz bei euch auch schon so aussieht, da muss man was tun. Und es geht auch ohne Herbizide, ohne chemische Herbizide. Und die sind eben auch Thema, weil da, ja, ich habe jetzt im Waldviertel 2 Beratungen gehabt, wo eben Disteln da auch verstärkt auftreten auf den Spielplätzen und die sind natürlich einfach nicht beliebt. Ja, dann haben wir natürlich Kindergärten und hier ist das große Problem,
häufig oder meistens der Weißklee und die Bienen, dass sich dann eben die Kinder auf die Bienen drauftreten und gestochen werden. Und da werde ich relativ häufig gefragt, wie sieht's denn da aus? Kann man denn da auch was Ökologisches tun? Auch das wird Thema heute sein. Und natürlich auch der Weißklee in Bädern, also in Freibädern, wo leider immer noch sehr viel chemische Pestizide eingesetzt werden, um die zu vertreiben. Und um die geht's heute auch ein bisschen. Also wir gehen ein bisschen rein, wirklich in die Chemie. Dani, du hast schon richtig gesagt. Da quäle ich immer gern meine Zuhörer. Und es geht natürlich auch um die Methoden, wie man das einigermaßen in den Griff kriegen kann. So, weiter geht's. Wir wollen natürlich auch den englischen Rasen ein bisschen durchsprechen. Und ich oute mich jetzt hier einfach mal als Natur im Garten Mitarbeiter, der den englischen Rasen liebt. Also ich habe einen englischen Rasen daheim. Naja, gut, Englisch vielleicht nicht, aber irisch vielleicht. Also es sind natürlich ein paar Unkräuter da drin, ein paar Wildkräuter, die sich da breit machen. Aber insgesamt sieht er sehr schön aus, weil ich liebe diese weichen Rasenflächen, dieses monotone Grün, auch wenn es mir sonst gar nicht entspricht, weil ich ja sonst immer Blumenwiesen und Biodiversität propagiere. Aber im Rasen muss im Garten muss bei mir ein kleiner Teil einfach englischer Rasen sein. Und ich weiß, dass viele genauso denken, am Kriegerdenkmal vielleicht oder wenn ihr ein Schloss habt bei euch in der Gemeinde, wo einfach ein schöner Rasen sein soll. Da gibt es eben auch ökologische Methoden. Meiner Meinung nach überhaupt gibt es nur ökologische Methoden, den wirklich so hinzubringen, dass man eben auch gegen die Invasoren, die dann irgendwann auftauchen, die Unkräuter eben, da gibt es, wie gesagt, ökologische Methoden, um das wunderbar als englischen Rasen auch zu gestalten. Gut, die unbeliebtesten drei Unkräuter, auf die ich heute auch mal die Schwerpunkte setze, ist natürlich einerseits die Distel, die ich schon angesprochen hatte. Hier jetzt so Ackerkratzdistel oder gewöhnliche Distel, die wirklich sehr, sehr, sehr tief wurzelt. Sie ist ökologisch unglaublich wertvoll, weil sie eben aus den tieferen Schichten, aus den Gesteinsschichten Mineralien nach oben holt. Aber sie ist unbeliebt, weil sie eben so lange Wurzeln hat und einfach schwer zu bekämpfen ist und einfach sticht. Dann haben wir den Löwenzahn, der ist seltsamerweise einerseits eine unglaublich beliebte Pflanze, dann wieder wahnsinnig unbeliebt, gehen wir auch mal drauf ein, also hauptsächlich natürlich auf Rasenflächen, wenn er da eben vermehrt vorkommt. Und eben der Weißklee mit seinen Bienen, der halt immer wieder Probleme macht, eben wie gesagt in Kindergärten, Schwimmbädern oder ja, wo sich halt Kinder aufhalten und barfuß gehen. So. Und bei dem Rasen, den ich dann auch noch ansprechen werde, also da sind natürlich auch so Hobby-Sportrasen und solche Sachen mit dabei, da haben wir die unbeliebtesten 30 Unkräuter. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht 30, ich habe bloß den Connex gehabt, vorher waren es 3 Unkräuter, jetzt sind es 30, dass es schöner klingt. Es sind ungefähr 10, 12 Unkräuter, glaube ich, die ich dann noch mit besprechen werde, wie man sie eben ökologisch meucheln kann, um die Ecke bringen, um eben auch einen wunderschönen Rasen dann auch zu generieren. So, und wie die Dani eben auch schon wunderbar angemerkt hatte, die beliebtesten drei, also gerade der Weißklee, der Löwenzahn und natürlich auch die Disteln sind ganz beliebte Futterpflanzen bei Insekten. Gerade der Weißklee ist sehr wichtig für unsere Bienen, also nicht nur die Honigbienen, sondern auch die Wildbienen, aber für die Honigbienen ganz wichtig auch im späteren Herbst, weil da blühen die eben noch und sind einfach eine weitere Trachtpflanze, die sehr wichtig ist. Löwenzahn natürlich als Frühjahrsblüher, einer der ersten, ist ganz wichtig auch für Insekten und ja, wo eine Distel ist, da ist eben auch ein Distelfalter, da ist vielleicht auch ein Distelfink und alles, was sich eben an der Distel so kreucht und fleucht. Und wenn man es stehen lassen kann, sollte man das vielleicht auch tun. Ich empfehle eigentlich auch immer gern, wenn man wirklich ökologische Kleebekämpfung macht, zum Beispiel in Freibädern, warum nicht einfach einen Streifen mit Wildblumen einsehen, dass eben die Bienen trotzdem noch was von der Fläche haben. Das kann man sogar mittendrin auf der Wiese machen. Dann können sich die Jugendlichen ein bisschen dahinter verstecken, wenn es ein bisschen höher ist. Und ja, und sich betrachten in Ruhe. Ja, nur als Vorschlag. So, jetzt meine angedrohte Chemie. Hier geht es nämlich wirklich um die Mittel, die im Moment auf Rasenflächen eingesetzt werden. Ich habe aktuell nachgeschaut, es sind 44 zugelassene Präparate, die eben zugelassen sind. Und da haben wir 6 Wirkstoffe, die alle wild miteinander gemischt sind. Die haben auch wunderschöne Namen wie Fluoro,
Cypyr und Chlorpyralid und 2,4-Diphenoxyfettsäuren, Mecoprop, MCPA, Dicamba. Also kann man sich eigentlich jetzt nichts drunter vorstellen, wenn man das jetzt so liest. Wenn man sich aber mal ein bisschen die chemischen Strukturen anschaut, die sind auf der linken Seite, da erkennt man, man hat immer so einen kleinen Benzolring, so einen Ringe, und da hängt man dann Chlor ran oder ein Fluor oder substituiert, also tauscht mal irgendwie einen Kohlenstoff aus und macht dann Stickstoff rein. Und auf der rechten Seite hängt eine Fettsäure, also in dem Fall Essigsäure meistens oder Propionsäure. Und das ist eigentlich das ganze Molekül. Es ist ein Wachstumsmittel, das eben die Pflanzen zu unnatürlichem Wachstum anregt und die dadurch absterben. Und das macht es bei Gräsern aber leider auch. Also die Gräser nehmen auch den Wirkstoff auf. Der einzige Grund, weshalb die nicht absterben, ist, die stehen einfach wie eine Eins nach oben, wie so eine kleine Nadel und können von dem Mittel einfach nicht so viel aufnehmen wie die breitblättrigen Unkräuter, die im Rasen sind. Die nehmen sehr viel von dem Mittel aus. Also die Selektivität, die Unterscheidung von Gräsern und Kräutern im Rasen funktioniert nur durch die Gestalt, durch die Morphologie dieser Pflanzen. Und wenn ich das jetzt ein bisschen erhöhe, weil ich denke, boah, ein bisschen mehr hilft ja auch mehr, dann bringe ich meinen Rasen genauso um. Also das sind wirklich Wirkstoffe, die auch den Rasen schädigen. Und das ist das Fatale eigentlich an dieser Sache. Einerseits sterben zwar die Unkräuter ab, die man im Rasen hat, aber andererseits sind die Gräser auch geschwächt. Und geschwächte Gräser machen wieder Lücken und Lücken heißen wieder mehr Unkräuter. Eventuell verschieben sich sogar die Unkräuter. Mehr Lücken heißt dann wieder mehr Löwenzahn und so weiter. Also ja, und wichtig auch diese Mittel, die dürfen nämlich nur noch einmal pro Jahr eingesetzt werden, und ob das ausreichend ist, bin ich mir jetzt auch noch nicht sicher. Also das sind jetzt eben diese zugelassenen Mittel. Rechts unten übrigens ein natürliches Auxin, die Indolylessigsäure. Das ist ein natürliches Wachstumshormon in den Pflanzen. Sieht ein bisschen ähnlich aus und man hat es eben versucht, chemisch nachzubilden. So, oh Gott, Chemie, erster Teil. Zweiter Teil, polychlorierte Phenoxyfettsäuren als endokrine Disruptoren. Ich habe versucht, einen Satz zu bilden, wo wirklich nur ein einziges deutsches Wort drin ist. Das heißt nichts anderes als diese Rasenunkrautvernichter, die sind hormonell wirksam und zwar in winzigen Dosen. Na? Und jeder, der das anwendet, jeder, der vielleicht auch nach einer Anwendung drauf liegt, und in Österreich haben wir leider keine Beschränkungen, was die Wiederbetretung betrifft. Das heißt, ich kann morgen spritzen und am Nachmittag kommen schon die Kinder. Das kann problematisch sein. Also mit solchen Mitteln sollte man wirklich vorsichtig umgehen. Und alles, was hormonell im Körper wirkt, ist einfach ziemlich ungesund. Kann man sich ja vorstellen. Ich weiß nicht, was da alles passiert, aber Krankheiten sind da vorprogrammiert. Weiterhin sind in diesen wunderschönen polychlorierten Phenoxyfettsäuren immer auch Dioxine mit drin. Zwar nicht die ganz gefährlichen, aber trotzdem auch welche, die so halb gefährlich sind. Die entstehen einfach bei der Herstellung des Stoffs. Und das ist auch nicht zu unterschätzen. So, jetzt quäle ich euch noch mit zwei Folien, weil wir sind ja, oh Gott, Chemie, jetzt haben wir noch, oh Gott, Gesetze und Chemie. Das sind die Mittelauflagen, die ihr bitte beachten müsst, ne, wenn ihr wirklich sowas noch einsetzt. Also maximal eine Anwendung pro Kultur- und Vegetationsperiode. Und dann steht auch drin, keine nachhaltige Bekämpfung. Und das weiß eben auch der Gesetzgeber, dass diese Mittel mit einer einmaligen Anwendung einfach nicht ausreichend wirken. Und wir zeigen euch heute eben Methoden, wie man es nachhaltig macht. Das dauert vielleicht manchmal länger, aber es ist nachhaltig. Ja, und die letzte natürlich, keine Anwendung auf Kinderspielplätzen. Hier darf man natürlich Disteln etc. oder sowas mit solchen Mitteln dann überhaupt nicht bekämpfen. Das sind teilweise Glyphosatmittel auch, auf die gehe ich jetzt nur ganz kurz ein, weil die kennt jeder und die Auswirkungen sind, glaube ich, auch relativ bekannt. Ich will auch kein Glyphosat-Bashing machen, weil es ist von den Wirkstoffen her wirklich eins der weniger gefährlichen, sage ich jetzt mal, aber die massenhafte Anwendung, die macht es einfach so problematisch. Also Glyphosat, wie gesagt, gibt es Auflagen bei bestimmten Präparaten, keine Anwendung auf Kinderspielplätzen, und die bitte dann da auch nicht einsetzen. So. Und jetzt, Dani, ist wieder dein Part. Du sagst es immer so lieb mit dem roten Knopferl. Das gefällt dem Deutschen. Ja. Unsere deutsch-österreichischen Sprachdiskussionen. Ja, hatten wir vorhin schon eine. Die werden wir auch nachher noch haben. Ne? Genau. Okay, ja, dann übernehme ich wieder, weil wir haben jetzt natürlich heute auch wieder einen Gast bei uns. Und heute ist bei uns eine besonders engagierte junge Frau zu Gast,
Marlene Weintritt. Marlene ist im Bauamt der Stadtgemeinde Bruck an der Leitha tätig und gleichzeitig aber auch Umweltgemeinderätin in der Gemeinde Berg. Herzlich willkommen, Marlene. Marlene Weintritt. Hallo, schönen guten Morgen aus Bruck. Schön, dass du da bist. Und uns würde jetzt wirklich interessieren, wie generell bei euch der Umgang mit Unkräutern auf Freizeitanlagen so ist. Also Volleyballplätze, Fußballplätze, Tennisanlagen und so weiter. Und auch, ob sich die Unkrautbekämpfung auf Spielplätzen und so weiter in mittleren und kleinen Gemeinden unterscheidet, ob es da einen Unterschied gibt. Naja, grundsätzlich zu den verschiedenen Größen. Also man kann circa Berg und Bruck so vergleichen, dass Bruck ungefähr 10-mal so groß ist wie Berg. Von den Einwohnern, von der Fläche her, für die Kindergärten und so weiter. Und das Problem oder das Prinzip ist eigentlich überall das Gleiche, nur dass die Größe der Unterschied ist. Also wir haben halt in Bruck mehr Personal, ein bisschen mehr Personal zur Verfügung. Es ist halt anders eingeteilt vom Ablauf her, aber grundsätzlich sind die Probleme überall die gleichen. Wobei ich sagen muss, Gott sei Dank haben wir gar nicht so viele Probleme. Also die Unkräuter oder Wildkräuter auf die Freiflächen sind recht in einem überschaubaren Rahmen, sagen wir mal so. Okay, und ihr habt ja in Bruck das Parkbad, also es ist ein wunderschönes Freibad am Rand der Stadt. Und gibt es da generell so ein bisschen Probleme mit Bienen auf dem Weißklee und wenn dann die nackten Kinderfüße drüber laufen? Wie geht es ihr in Bruck mit dieser Situation um? Ja, wir haben es, also ich habe mit unseren Parkbad-Mitarbeitern gesprochen, sie haben es schon hin und wieder, dass sie die Eltern beschweren oder halt das anmerken, dass der Klee da ist, dass die Kinder halt nicht so frei herumrennen können. Es ist dann aber Gott sei Dank so für unsere Mitarbeiter, die tragen das auch mit, dass wir natürlich im Gartengemeinde sind und nichts dagegen jetzt spritzen oder ähnliches und erklären den Eltern dann halt oder erwachsenen Personen, dass es ja eben eine Naturwiese ist und dass das passiert und dass man halt aufpassen muss. Ja, sie mähen recht oft, sage ich mal, also es ist schon ein gepflegter Rasen, also so viel Klee haben wir gar nicht in die Liegewiesen. Und vorletztes Jahr haben wir dann einmal die Idee geboren, wir dann Rasenflächen umstellen auf Staudenbeetflächen, in der Hoffnung, dass die Bienen halt vom Klee ein bisschen zu den Staudenbeete wandern und dort halt ein größeres Angebot finden und von der Wiese ein bisschen ja, Abstand nehmen. Also funktioniert recht gut. Also habt ihr das auch wirklich dann gemerkt oder ist dann die Akzeptanz vielleicht ein bisschen? Ja, es hat dann halt natürlich hübscher ausgeschaut und bunter halt ein bisschen und ja, ob es jetzt wirklich weniger waren, sind, kann ich nicht sagen, aber es, zum Argumentieren tut es dann halt auch ein bisschen leichter. Mhm. Okay, und im Berg, da gibt es ja auch einen Badesee im Freizeitzentrum. Wird da was gegen den Klee im Rasen gemacht oder gegen andere Unkräuter und dann nehmt ihr da was? Nein, nicht wirklich. Dazu muss ich aber grundsätzlich sagen, das ist halt kein öffentliches Bad bei uns. Das ist eher nur für die Bewohner rund um den Badeteich und die Bevölkerung von Berg und Wolfstal. Das ist aus der Geschichte einfach gewachsen. Und die Wiese war eigentlich immer, ich sage jetzt einmal, ungepflegt. Sie war halt sehr hoch und grob. Ja, da hat sich aber irgendwie nie jemand beschwert. Und seit ein paar Jahren mähen wir jetzt auch mit dem Fangkorb von der Gemeinde, also alle 14 Tage ungefähr. Und da sind eigentlich alle eher begeistert, dass die Wiese halt jetzt ein feiner ist. Aber ja, Unkräuter sind Gott sei Dank, also das haben wir im Berg gar nicht. Also setzt ihr da wirklich auf Aufklärung, beziehungsweise freuen sich genau. Die Leute, dass jetzt die Wiese gemäht ist und nicht mehr ganz. Genau. Genau. Super. Und zum Schluss vielleicht noch ein bisschen so im Bereich Kindergarten und Schule. Was wird da gemacht? Also was wird in Bruck getan und wie geht eine kleinere Gemeinde wie Berg damit um? Ja, in Bruck haben wir jetzt einen neuen einen Spielplatz gemacht. Den haben wir dann absichtlich mit dem Namen Naturspielplatz getauft. Es sind auch heimische Sträucher und heimische Bäume und so weiter gesetzt und haben eine Blumenwiese dazu noch angebaut. Und würden dieses Thema eigentlich eher der Bevölkerung transportieren, dass es wichtig ist, dass diese Freiflächen den Insekten zur Verfügung stehen und wir absichtlich nichts tun. Und das sehen wir eigentlich im Berg genauso. Da haben wir schon jahrelang einen Naturspielplatz, auch wo eben Brennnesseln und Disteln absichtlich wachsen.
auch mit dem Hintergedanken, dass die Kinder das eben lernen, dass Brennnesseln brennen und dass Disteln stechen. Ja, es ist eher die Aufklärung und auch das, ein bisschen die Kinder das wissen. Es zählt natürlich, oder es freuen sich dann immer alle Eltern, das ist klar. Aber ich glaube, wenn man das transportiert und immer wieder erklärt, weitergibt, auch vielleicht mit den Pädagogen das durchkehren oder durchbesprechen im Garten vom Kindergarten oder Volksschulen, auch diese Freiflächen, dass das Absicht ist, dass die Kinder das lernen. Ja, und wir haben da ziemliches Glück auch mit den Pädagogen, die das den Weg weiter transportieren und mit uns gehen. Ja, vielen Dank für diese Einblicke. Es ist wirklich schön zum Hören, dass es da eben zwei Gemeinden gibt, wo das mit Aufklärungsarbeit gut funktioniert und indem man es eben einfach nur Naturkindergarten oder Naturspielplatz nennt, das Wort Natur genau. Einfach schon vieles aussagt und genau. Die Leute es dann auch gut annehmen. Ja. Ich meine, eins vielleicht, wir haben, das hat mir gestern unser Gärtner in Bruck erzählt, wir haben vor 2 Jahren, 3 Jahren im Parkbad und gleichzeitig einen Kindergärtner Erdbienen gehabt, die sie in den Hügel, wo die Hangrutschen sind, eingenistet haben. Das war dann halt natürlich für die Eltern ja schwierig. Da haben wir dann aber wirklich diesen Bereich halt abgesperrt, dass die Kinder dort dann nicht zurückrennen können und eben auch mit dem Pädagogen erklärt, dass die gerade geschützt sind, die Erdbienen, und dass wir da auf gar keinen Fall irgendwas spritzen dürfen oder die vertreiben, und am nächsten, also das Jahr drauf waren sie dann wieder weg. Aber das, ich glaube, das war so ein richtig deutliches Zeichen, nein, wir machen da gar nichts. Jetzt, da muss sich der Mensch einmal zurücknehmen ein bisschen, und ja, hat funktioniert. Super. Gratulation, dass ihr euch das traut habt, die dann auf diesem Spielhang zu belassen. Ja, es kann ja nichts anderes passieren. Man muss probieren. Hoffen wir, dass das viele Gemeinden nur noch machen. Ja, vielen Dank für deine Einblicke. Danke für die Einladung. Und falls im Chat noch Fragen auftauchen und du noch ein bisschen Zeit hast, kannst du gerne noch da bleiben und gerne mitverfolgen. Und liebe Grüße an dich und Dankeschön. Mal. Danke fürs Dabeisein. Tschüss, danke. Gut, und wir gehen wieder zu einer Umfrage. So, Sie müssten sie auch schon sehen. Uns würde jetzt auch interessieren, wie Sie in Ihrer Gemeinde mit dem Weißklee in Freibädern, auf Liegewiesen und in den Gärten von Kindergärten umgehen, wie Sie da vorgehen. Unternehmen Sie gar nichts? Verwenden Sie Rasenherbizide? Versuchen Sie durch Düngung und durch Humus den Klee zurückzudrängen? Oder informieren Sie, ähnlich wie jetzt die Marlene Weintritt es erzählt hat, Ihre Bürger über den Klee und die Bienen und setzen auf Eigenverantwortung? Also wir freuen uns, wenn Sie hier wieder mit abstimmen. Ich schaue mal parallel in den Chat. Fragen sind noch keine aufgetaucht. Andreas, dann hätte ich vielleicht eine Frage, während die Umfrage läuft, an dich. Und zwar, wie schaut es denn aus, wo ist denn aus deiner Sicht am schwierigsten? Eher wirklich dort, wo nackte Kinderfüße herumlaufen oder dort, wo halt auf einem Fußballplatz halt Sportler irgendwie eben Fußball spielen, Volleyball spielen, was auch immer wollen? Wie ist denn dein Eindruck in den Gemeinden? Wo ist am wenigsten Akzeptanz oder wo haben wir noch am meisten zu tun? Ich würde sagen, beides fast. Also wirklich Schwimmbäder sind immer sehr darauf bedacht, dass die Liegewiesen eben schön sind. Wirklich klassischer englischer Rasen dann eben auch, der da gewünscht ist. Es hat auch ein bisschen was mit dem Eindruck zu tun, wie so ein Bad wirkt. Na, da will man natürlich keinen Kräuterrasen haben. Das kann ich in gewisser Weise auch verstehen. Bei Fußballplätzen ist es so, dass auch da wirklich ein Unterschied herrscht. Ich war letztens südlich von Wien auf dem Fußballplatz, der war voller Gänseblümchen. Die haben sich total gefreut, dass die da drauf sind. Und ja, in anderen Bereichen heißt es halt einfach, das wird nicht akzeptiert und da wird gespritzt. Und es ist wirklich sehr unterschiedlich. Ne? Also die Anwendung, glaube ich, von Herbiziden ist in beiden ähnlich, also von chemischen Herbiziden. Und ja, dem wollen wir ja heute entgegengehen. Und ich habe noch eine nette Geschichte, weil die Marlene das erzählt hat von diesen Bienen. Das gab es nämlich in, ich glaube, ich kann die Gemeinde sagen, in Enzersfeld-Linderbrunn hat mich die Elisabeth Zottel, eine, die auch schon öfter mal in einem Webinar und auf vielen Veranstaltungen von uns war, erzählt, dass im Kindergarten eben die
Sandbienen in die Sandkiste eingefallen sind und die Eltern natürlich auch besorgt waren und sie hat sich schon vorher informiert und wusste auch, dass die nicht stechen und jetzt haben sie ein Schild gemacht, liebe Kinder, im Moment müssen wir uns die Sandkiste teilen und wir schlüpfen erst im nächsten Jahr und die haben wirklich einen Bereich in der Sandkiste abgegrenzt und die Kinder beobachten das jetzt, was die ganzen Sandbienen da jetzt gerade tun. Und das finde ich eigentlich sehr hübschen Umgang eigentlich auch mit der Natur. Eigentlich eine ganz wunderbare Sache, die wir am Schluss auch nochmal ansprechen. Ne? Die Information einfach, so wie es die Marlene auch erzählt hat, finde ich wunderbar, dass man einfach auch informiert. Ne? Ja. Natur. Wo du es gerade erzählst, meine Kinder teilen sich auch gerade die Sandkiste mit den Sandbienen. Das ist sehr schön. Wirklich, im Waldviertel. Genau. So, jetzt schauen wir uns mal. Bitte? Eisbienen wahrscheinlich im Waldviertel, oder? Ist schon wärmer geworden. Ja, schon langsam wird es auch im Waldviertel wärmer. Wir erwarten auch den Winterschlaf. Gut, wir schauen uns jetzt das Ergebnis von der Umfrage an. Und zwar sagen 77%, sie unternehmen gar nichts gegen den Weißklee in Freizeitflächen, also Freibädern und so weiter. 9% verwenden Rasenherbizide, 3% setzen auf Düngung und Humus. Und 9% setzen auf Aufklärung und Information. Gut, dann übergebe ich jetzt wieder an dich, lieber Andreas. Danke. Und dich um deinen zweiten Teil. Genau, und jetzt gehen wir wirklich in die Unkrautbekämpfung rein. So, das war jetzt die letzte. Jetzt kommt erst noch eine Folie, die ich leider vergessen habe. Herzlich willkommen und vielen Dank nochmal, Marlene, für diesen netten Input. Und jetzt starten wir einfach schon mal beim Weißklee, also Liegewiesen, Kindergärten, Sportplätze, weil das wirklich ein Thema ist, das viele beschäftigt. In Vorarlberg übrigens ist, glaube ich, Anfang des Jahres ein neues Gesetz beschlossen worden, dass eben auf Anlagen, wo sich Menschen aufhalten, also Sportplätze, Liegewiesen, Kindergärten, generell der ganze Grünraum, keine chemischen Herbizide mehr eingesetzt werden dürfen, sondern nur noch Mittel, die im ökologischen Landbau zugelassen sind. Und ja, das ist ein Gesetz, das uns natürlich oder jetzt bei Natur im Garten freut. Andererseits, wir setzen immer auch gerne auf die Freiwilligkeit. Und wenn man sieht, wir haben jetzt über 400 Gemeinden, die wirklich auch ökologisch arbeiten, dann ist das auch ein wunderbarer Weg. Aber wie gesagt, Gesetze können kommen und das ist auch bei den Sportplatzwarten immer wieder in der Diskussion. Einerseits natürlich, dass man eine Sachkunde haben muss, um überhaupt die Mittel einzusetzen. Andererseits einfach auch die Diskussion, gibt's die überhaupt noch lange? Aber da lassen wir uns mal überraschen, was die Gesetzgeber so machen. Gut, wir starten beim Weißklee und der, wie gesagt, ein Problem hauptsächlich wegen der Bienen, die da drauf sind, haben wir jetzt schon öfter gehört. Und wie soll ich sagen, es ist natürlich einerseits problematisch, weil es gibt natürlich auch Kinder, die wirklich heftige Allergien auf Bienenstiche entwickeln, bis hin zum anaphylaktischen Schock vielleicht und sowas. Und das ist wirklich nicht lustig. Es ist natürlich auch so, dass die meisten Kinder das eben ja nicht haben und Bienenstich tut aber einfach weh. Und ich will jetzt auch nicht irgendwie hier urteilen, was weiß ich, Weißklee ist böse oder Weißklee lasst ihn oder sonst noch was. Ich zeige jetzt einfach nochmal Methoden, wie man dem einfach ein bisschen entgegentreten kann. Und auf der nächsten Folie ist das schon relativ gut zu sehen. Rasengräser brauchen Humus, die brauchen also einen humosen Boden, wo sehr relativ viel organische Substanz drin ist. Und auf Freizeitanlagen kann man durchaus auf 5-6% Humusanteil gehen. Bei Sportplätzen sind wir da eher nur bei 4 maximal, 4,5 vielleicht. Aber wie gesagt, die Anreicherung mit Humus ist eine wunderbare Sache, weil das die Gräser einfach anregt, Seitenwurzeln zu bilden und sich schön auszubreiten. Und Nährstoffe. Also Rasen braucht einfach Stickstoff. Und hier empfehlen wir natürlich ausschließlich Naturdünger. Und da ist zum Beispiel auch Hornmehl oder diese Dünger sind da wunderbar. Die haben 14% Stickstoff, die verbleiben auch vor Ort. Die werden nicht ausgewaschen im Gegensatz zu den chemisch-synthetischen Düngern, die sich ja ständig lösen. Und immer wenn es warm ist und feucht ist, dann werden die umgebaut, werden der Pflanze zur Verfügung gestellt. Wenn es kühl ist oder trocken, dann passiert nichts im Boden. Das heißt, die Auswaschung ist sehr gering. Und so bleiben diese 14% von diesem Stickstoff auch wirklich für die Pflanze. Bei den Mineraldüngern ist es eher so, dass da teilweise bei sandigen Flächen 70-80% ausgewaschen wird, geht in tiefere Schichten und ist für die Pflanze einfach nicht mehr nutzbar und eine Gefahr fürs Grundwasser.
Ja, wenn man sich den Weißklee anschaut auf der anderen Seite, der bevorzugt eher humusarme und nährstoffarme Böden, weil er eben seinen Stickstoff selbst machen kann. Er hat so unten diese kleinen Knöllchenbakterien an den Wurzeln, die liefern ihn über die Luft, machen die den Stickstoff und liefern das an die Pflanze. Also die bevorzugt eher nährstoffarme und humusarme Böden. Und wenn man das sieht, denkt man sich, naja, bringe ich halt Humus und Nährstoffe auf. Und das ist wirklich auch der Haupttrick. Es gibt bloß kleinere Probleme damit, weil oft die Flächen wirklich komplett abgemagert sind. Aber da gehe ich später nochmal drauf ein. Das heißt, das dauert einfach länger. Und je nachdem, wie man gemäht hat, zum Beispiel, wenn man eher mulch gemäht hat und die Rasengräser auf der Fläche belassen hat, dann wird man schon einen höheren Humusanteil haben. Wenn man aber mit Fangkorb gemäht hat, was wahrscheinlich viele in den Schwimmbädern tun, weil man will ja nicht, dass die kleinen Halme ins Wasser geraten, dann hat man meistens einen sehr verarmten Boden und dann dauert es einfach etwas länger. So, jetzt Weißklee ökologisch reduzieren. Und das erste Bild, das wir da sehen, soll jetzt ungefähr mal zeigen, wo die Pflanzen austreiben. Das heißt, die Gräser haben ihren Vegetationspunkt relativ weit unten, teilweise unter der Erde, wo sie eben wieder raustreiben. Das kann man auch wunderbar sehen, wenn die mal komplett abgetrocknet sind in einem heißen Sommer. Die treiben meistens schön grün wieder raus. Das ist also wie so ein Speicherorgan fast da unten und das ist relativ geschützt im Boden. Der Klee wächst eher ein bisschen oberhalb, ne? Auch sehr dicht an der Oberfläche, aber ein bisschen oberhalb. Und das machen wir uns zunutze, wenn jetzt wirklich der Klee sehr stark auftritt. Das heißt, wir vertikutieren mit Federzinken. Das sind also so umgebogene Metallklammern, mit denen wir kreuz und quer über den Rasen gehen und da rupfen wir schon mal relativ viel Klee raus. Das sollte man an einem trockenen Tag machen, entweder ganz im Frühjahr oder im September eben, nachdem einfach die Badesaison auch rum ist. Ich beziehe mich jetzt einfach mal auf Bäder. Das geht natürlich im Kindergarten genauso. Und da rupfe ich sehr viel raus und der trockene Tag deswegen, dass eben alles, was liegen bleibt, nicht nochmal einwurzeln kann, sondern in der Sonne oder in der Trockenheit eben einfach eingeht. So, zweite Möglichkeit, falls jetzt irgendwie kein Vertikutierer da ist, an den Stellen, wo Klee wirklich massiv wächst, mit einem Sichelmäher und Fangkorb, den ich sonst nie empfehle, aber in dem Fall wirklich, Fangkorb, wir wollen ja den Klee aufsammeln, tiefste Einstellung und der darf auch gern mal ein bisschen über den Boden schrappen, so schrapp, 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 dass das wirklich danach aussieht wie fast eine ungepflügte Fläche, um Gottes Willen. Die Gräser, die da drin sind, die werden auf jeden Fall, oder sagen wir, ein Großteil der Gräser wird wieder austreiben, der Klee ist auf jeden Fall stark geschädigt. Und ganz wichtig bei allen Maßnahmen, ob vertikutieren oder mit dem Mäher in tiefster Einstellung rumgehen, nachsäen. Sofort nachsäen wirklich. Also das natürlich abtrocknen lassen, dass es nicht wieder einwurzeln kann, der Klee. Und nach ungefähr, ja, sagen wir mal 3, 4 Tagen müsste der Klee eigentlich, der rumliegt, eingegangen sein. Und dann eben aussäen und 2 bis 3 Wochen bewässern, dass wirklich alle schön keimen. Das ist ganz wichtig. Also das sind erstmal die Notfallmaßnahmen, um den Klee rauszubringen. Das macht man natürlich am besten im Frühjahr oder im Herbst, weil sonst hat man diese braunen Stellen ja während der Saison, während ja die Badegäste vielleicht kommen. Dann ganz wichtig natürlich aufdüngen mit stickstoffbetonten Düngern. Dann haben wir also Hornmehl zum Beispiel oder Maiskleber, wenn man nachher noch, die hat auch 10% Stickstoff. Sind also einige Dünger da, würde man sagen, 8 bis 10% Stickstoff sollte drin sein. Auf Phosphate eher verzichten. Phosphate fördern ein bisschen den Klee, aber nicht sehr stark. Ja, und das sind eben die Maßnahmen, um den Klee wirklich dann auch zu reduzieren. Ja, im Frühherbst dann eben könnte man Horngries streuen, der löst sich nicht so schnell auf. Ich meine, der löst ja nicht auf, der wird nicht so schnell umgebaut, liefert den ganzen Winter über eben den Stickstoff und Kompost. Also wenn wirklich der Gehalt an organischer Substanz sehr gering ist, unbedingt mit Kompost arbeiten. Da kann man wirklich teilweise 3 bis 4 Liter auf den Quadratmeter geben, um einfach den Boden für die Gräser wieder schön zu machen, ne? Stickstoff und Humus. Und der Klee mag das einfach nicht. Und wenn es eben schon sehr lange verarmt ist, wenn man über Jahrzehnte oder Jahre da eben immer den Boden verarmt hat, dann dauert es auch 2 bis 3 Jahre, bis das wirklich gut anschlägt, dass man den Klee wirklich dauerhaft weg hat. Und darum geht es ja. Wir wollen ja eine dauerhafte Lösung haben. Also den Klee kann ich so weit zurückdrängen, dass er kein Problem ist. Aber wie gesagt, auf ganz stark abgemagerten Böden dauert es wirklich 2 bis 3 Jahre. Ist der Boden schon ein bisschen humusreicher, funktioniert es sehr schnell. Da kann das schon in der gleichen Saison passieren, dass man mit den Düngern ausreichend arbeiten kann, um den Klee eben zurückzudrängen. So,
Dann noch eine Möglichkeit, die ich gerne aufzeige, das ist Weißklee mit Weißklebeketten. Klingt jetzt ein bisschen absurd, aber es gibt einen Microclover, das ist eine speziell gezüchtete Weißkleesorte, die fast nicht blüht. Und wenn man sie regelmäßig mäht, die Fläche, dann blüht er fast gar nicht. Und er ist absolut pflegearm. Also er braucht fast kein Wasser, er braucht natürlich keinen Dünger, weil es ein Klee ist. Und das ist auch eine Möglichkeit vielleicht, dass man, wenn der Rasen schon recht dünn ist oder man sich überlegt, neue Flächen anzusäen, dass man einfach mal mit einem Microclover arbeitet. Das ist eben ein Gemisch aus diesem gezüchteten Weißklee, der fast nicht blüht, und Rasengräsern. Absolut pflegearm, man muss nicht bewässern, wirklich eine ganz klasse Sache. Ja, nur als Beispiel. So, gehen wir zum nächsten, auf zu Distel. Nachdem wir jetzt den Weißklee bekämpft haben. Wir haben vorhin im Chat gesehen, warum wir Unkräuter sagen und nicht Wildkräuter. Ich sage auch gern Wildkräuter oder Spontanvegetation oder sowas. Also das soll keine despektierliche Bezeichnung der Pflanzen sein. Aber Unkräuter versteht fast jeder und Wildkräuter sind es manchmal nicht. Manchmal sind es auch Kulturpflanzen, die dann irgendwie einwandern. Und ja, Beikräuter ist wahrscheinlich das schönste Wort. Gut, zur Distel. Und da habe ich mir ein Bild von der Frau Kutschera, die das ja wunderbar gemacht hat, ihren Wurzelatlas rausgenommen, und die hat eine Distel mal gezeichnet, und die gehen ja bis auf 4 bis 5 Meter, also die in dem Fall geht auf über 2 Meter Tiefe, und hier haben wir eben ein großes Problem, weil aus jedem Wurzelstückchen wieder eine neue Distel austreiben kann, rein theoretisch, und dann hat es noch Seitenwurzeln, das kann man auf der rechten Seite sehen, also die breiten sich wunderbar aus. Und wenn ich jetzt hier mit Herbiziden arbeite, mit Glyphosat, dann komme ich ungefähr in eine Tiefe von, ja, sagen wir mal 20, 30, wenn ich Glück habe, 40 Zentimeter, dass die Wurzel wirklich abstirbt, der Rest bleibt aber drin. Und die Minderwirkung auf Disteln, die ist jetzt auch schon bekannt bei den chemischen Unkrautvernichtern, weil sich da teilweise schon Typen ausgebildet haben, die ja fast schon Resistenzen aufweisen gegen die Präparate. Das heißt, da wird man auch nicht sehr viel Glück haben, wenn man da spritzt. Und es ist natürlich ja einfach ein Problem. So, chemische Bekämpfung, wenn wir das machen, dann dauert es ungefähr 10 bis 14 Tage, bis die Wurzel abstirbt. So lange dauert es, bis ein Glyphosat wirkt. Und dann wird eben nur der Teil der Wurzel erfasst. Und wenn die jetzt dann abgestorben ist, dann liegen lauter kleine, fiese Stacheln rum, was für die Kinder natürlich auch nicht toll ist. Und sie sollte ja dann auch, also man darf es ja vorher nicht entfernen, bis das Mittel gewirkt hat. Dann ist es aber braun, dann hat man diese komischen Stacheln. Und dann muss sie mechanisch entfernt werden. Aber warum dann nicht gleich mechanisch entfernen? Weil das ist ja einfach die sehr viel bessere Methode. Und hier haben wir, habe ich eh schon gesagt, die Folie ist vollkommen überflüssig. Sieht sofort gut aus und sticht nicht mehr. Und das wären jetzt die Methoden, wie man jetzt bei Disteln vorgeht, ob das jetzt in Rasenflächen ist, auf Spielplätzen oder sonst wo. Wenn es ein recht lockerer Boden ist, also wenn ihr da eher so Kiesauflagen habt oder kleinere Holzmulchsachen oder sowas, dann ist die Pendelhacke wunderbar. Und ich habe auch Videos vorbereitet, die laufen bloß leider in diesem Programm, in dem das Webinar geht, nicht. Und für die, die es nicht kennen, ich habe die ja immer dabei, auch bei meinen Beratungen. Das mache ich mal die Präsentation kurz aus. Sieht man mich jetzt? Na, ein bisschen größer, glaube ich. Die ist pendelnd aufgehängt, das heißt, die wackelt hier vorne. Und die kann ich wie ein Staubsauger durch den Boden ziehen. Das heißt, die unterschneidet das Unkraut in ungefähr, keine Ahnung, was sind das, 10, 15 Zentimeter Tiefe. Und das fällt um und man kann es einfach wegnehmen. Das ist für größere Flächen, wenn also wirklich größere Flächen mit Disteln oder anderen Unkräutern, da geht natürlich auch Brennnessel und alles, kann ich relativ gut entfernen. Wenn die Fläche jetzt zum Beispiel ein Rindenmulch ist, was man häufig auf Spielplätzen auch haben, oder eine Schotterfläche oder irgendwas, wo viele Steine drin sind, dann haben wir hier den Kreiselschneider. Das ist wie eine Heckenschere mit gegenläufigen Messern. Die kann man, und das wirkt immer ziemlich brutal, die kann man in Steine reingeben, also in Schotter, in Beete, in Rindenmulch und sowas, und kann da relativ tief eintauchen. Die frisst sich da richtig rein und kann die Wurzel unterschneiden. Wirklich ein tolles Gerät. Das habe ich jetzt hier von der Firma Hochfilze ausgeliehen gekriegt. Das ist einer meiner Highlights im Moment, wenn ich durch die Gemeinden ziehe und versuche zu beraten. Und die Aufsätze gibt es aber für alle
Freischneider eigentlich so. Wunderbare Sache übrigens auch am Friedhof, im Kies oder auch am Straßenrand, also direkt an der Straßenkante, kann man mit den Dingern auch arbeiten. Universell einsetzbar, meiner Meinung nach ein Must-Have für jeden Bauhof. So, mal wieder los. Ja, so sieht die aus. Und jetzt werden eigentlich die Videos gekommen, hier mit schlechten Hauptdarsteller am Friedhof, wie so ein Ding funktioniert. Wie gesagt, der läuft leider nicht. Schade. Aber auf YouTube haben wir Videos. Also wer das mal sehen will, bitte einfach mich anschreiben oder den Grünraum-Service am Natur im Garten-Telefon anschreiben. Dann schicken wir euch die Links zu den Videos zu. Dann könnt ihr euch das anschauen. Ja, das ist der Mitarbeiter von der Firma Hochfilze, der hier in diesem ziemlich grausligen, steinigen Substrat mir gezeigt hat, wie er da die Pflanzen rausschneidet. Also der Kreiselschneider ist wirklich eine ganz feine Sache, muss man sagen. So, Nummer 3, das dritte Unkraut, Löwenzahn in Rasenflächen. Und das ist übrigens ein Bild aus Lodge, absolut zu empfehlen. Wusch heißt das, glaube ich, im Original. Sprache. Also wenn es so aussieht, der Rasen, naja gut, dann hat man wahrscheinlich irgendwas falsch gemacht. Löwenzahn ist prinzipiell, ja, der geht überall auf, wo er denn mag. Er braucht aber auf jeden Fall freie Stellen. Und ich habe das jetzt hier mal wunderbar beschrieben und lese das vor. Mache ich sonst selten bei Folien, das hier mache ich es. Löwenzahn braucht unbewachsene Stellen, um keimen zu können. Deshalb ist Löwenzahn in Rasenflächen ein Zeichen für unbewachsene Flächen. Werden unbewachsene Flächen geschlossen, dann kein Löwenzahn. Bleiben unbewachsene Flächen, dann Löwenzahn. Ja, das ist die Theorie. Also überall, wo offene Stellen sind, wenn der Rasen einfach nicht gut versorgt ist, wenn er nicht genug Stickstoff oder genug Humus hat, dann haben wir offene Flächen und da freut sich einfach der Löwenzahn. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir sie fließen können. Und das ist natürlich dann ganz wichtig, dass wir einerseits natürlich nachsäen, ne, dass wir immer wieder Flächen nachsäen, die offen sind, und düngen. Düngen und Humus. Das mag zwar der Löwenzahn prinzipiell auch, aber wenn, wie gesagt, keine Fläche offen ist, dann tut er sich wirklich schwer mit dem Keimen. Und das wäre jetzt eben eine Möglichkeit, irgendwie dem Löwenzahn vorher beizukommen. Ja, wenn er schon da ist und ich habe wenige Pflanzen, dann kann ich mit solchen Unkrautstechern den eben ausstechen. Das geht relativ gut, die sind auch relativ gut zu handhaben. Da gibt es verschiedene Markenhersteller, die wirklich tolle so Löwenzahnstecher haben. Wenn es größere Flächen sind, dann eben auch vertikutieren, also wirklich schön rupfen den Löwenzahn und nachsäen, um den einfach Konkurrenz zu geben. Und das sind eben die Sachen, die ja einfach auch wieder über ein Jahr wahrscheinlich dauern. Offene Flächen nachsäen und dann noch düngen und Humus drauf. Und irgendwann gibt der eben auf, weil ein Löwenzahn wird maximal 3 Jahre alt, meistens 2, manchmal auch nur 1 Jahr. Das heißt, der verschwindet dann. Und dann kann er auch blühen und dann seine, wie der Fachmann sagt, die Pusteblume bilden. Und die kann sich dann auch verbreiten. Wenn keine offene Flächen da ist, tut es sich wirklich schwer, sich weiter zu verbreiten. Also immer schauen, dem Rasen was Gutes tun. Und dann gebe ich dem Löwenzahn eben damit auch Kontra. So, Löwenzahn meucheln, wie sieht sowas aus, wenn ich ihn wirklich jetzt mit diesen Unkrautstechern nehme? Wir nehmen jetzt mal an, diese Wurzel ist was Ähnliches wie so eine Batterie. Ich schneide den also oben ab, zack, weg ist er. Und jetzt läuft er eben auf Akku, der Gute. Und muss jetzt wieder raustreiben langsam. Das kostet Energie, kostet Energie, kostet Energie. Und irgendwann steht er wieder da und kann sich wieder aufladen. Wenn ich ihn also nach 3 oder 4 Wochen nochmal steche, wenn er wieder rausgetrieben ist, dann tut er sich sehr schwer. Da ist der Akku wirklich schon ziemlich weit unten. Und in der Regel, wenn er nicht zu groß ist, 3-4 Mal stechen, dann gibt er auf. Das mag er nicht. Am liebsten zur Blüte oder am besten zur Blüte, für ihn nicht am liebsten. Zur Blüte ist er am schwächsten. Also wenn er schon blüht und man sticht ihn, dann gibt er vielleicht schon nach 2-3 Mal sogar schon auf. Aber das, wie gesagt, nur für Einzelexemplare, für größere Flächen muss man eher dann wirklich mit Vertikutierer arbeiten, mit Dünger und mit Humus und vor allem mit Nachsäen, ne, dass keine offenen Flächen da sind. So, und jetzt noch ganz zum Schluss. Ich hoffe, ihr habt die Zeit. Ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen auch. Liegewiesen, Sportplätze, generell andere Rasen und Kräuter, die dann eben da auch erscheinen und sich breit machen, sind meistens wirklich ein Zeichen von, ja, sie sind ein Zeichen. Was brauchen Rasengräser? Das ist ein Hundstrümmel in Gas am Kamp, wo man schön sehen kann, was Rasengräser brauchen. In der Mitte ist es überdüngt. Dann kommt ein ringförmiger englischer Rasen, wunderschön. Da ist eben die Nährstoffaufnahme
erfolgt, da ist Humus und Nährstoffe, da fühlt er sich wohl. Und außenrum haben wir Gänseblümchen und alles Mögliche. Also dieses Hundstrümmel kann wunderbar zeigen, was brauchen eigentlich Rasengräser. Und wenn wir bestimmte Unkräuter haben, dann sagen wir Danke, weil meistens sind die uns ein Zeichen für, ja, was ist denn mit dem Boden oder was fehlt denn vielleicht der Rasenpflanze? Und wenn ich einen Wegerich zum Beispiel habe, dann weiß ich, der Boden ist meistens verdichtet in den oberen Schichten. Dem fehlt wahrscheinlich Humus oder es sind zu viele dicke Fußballspieler drüber gehoppelt. Das kann auch sein. Aber meistens ist es Humusmangel und Nährstoffmangel, wenn sehr viel Wegerich eben auf diesen Flächen auftritt. Den kriegt man übrigens relativ flott weg. Wenn man mit Humus und Dünger arbeitet, das mag der gar nicht so. Also es kann gut sein, dass der nach einem Jahr oder eineinhalb Jahren wirklich die Löffel aufstellt und dann gibt der auf. So, und jetzt sind noch diese Folien, die wichtigsten Rasenunkräuter. Also, was ist das für ein Zeichen? Dieses Kraut, Moos, ist ein Zeichen für Humusarmut und Nährstoffmangel zu 99%. 1% kann es mal sein, dass der Boden zu sauer ist. Aber wenn ich viel Moos im Rasen habe, habe ich Humus, Armut und Nährstoffmangel, also bringe ich Kompost und Dünger auf. Beim Wegerich habe ich schon gesagt, Verdichtungen, eben wenn es geht, Boden auflockern. Das funktioniert mit Kompost ganz gut, weil der so eine Krümelstruktur bildet mit den Bodenorganismen. Also ganz wichtig, Bodenleben, ne? Komposttee könnte man noch aufbringen. Das mag der überhaupt nicht, wenn es locker wird mit viel Kompost. Hirse ist ein Riesenproblem manchmal auf Sportplätzen, obwohl es ein Gras ist. Ne? Aber Hirse ist einjährig, das heißt, die sterben im Herbst ab, haben schön ausgesät und diese offenen Stellen, die werden dann wieder genutzt für den nächsten Jahr für die Hirse. Das sind Lichtkeimer, die brauchen also Licht und sie brauchen eine relativ hohe Temperatur zum Keimen. Und wenn ich im Herbst schon anfange, die hirsebefallenen Flächen mit Nachsäen, also mit Rasen nachzusäen, meistens funktioniert das sogar noch im Oktober, manchmal vielleicht sogar im November, dass man das Rasensaatgut ausbringt und das fängt dann schon das Wachsen an, dann tut sich die Hirse sehr schwer mit dem Keimen. Na, die braucht einfach Licht und offene Stellen und wenn die nicht da sind, dann geht's weg. Gut, beim Gundermann, ne, das sind diese ewigen Fäden, die so blau blühen, die durch den Garten gehen, also durch den Rasen, hat man eigentlich alles richtig gemacht. Ne? Der liebt auch Humus und der liebt auch Nährstoffe. Und da muss man ein bisschen einen Trick anwenden, wenn sehr viel Gundermann da ist, dann lasse ich meinen Rasen einfach mal höher aufwachsen. Dann geht der nämlich mit seinen Drähten, mit seinen Schnüren nach oben und dann einmal möglichst tief abmähen, dann erwische ich wirklich sehr viel von diesem Gundermann und kann ihn da ganz stark reduzieren. Auch hier natürlich nachsäen. Ganz wichtig, ist immer so ein Punkt, ja, wo offene Stellen sind, freuen sich halt die Beikräuter. Ja, Weißklee, Schafgarbe, Gänseblümchen und Veronika, diese blaublühende, auch hier wieder Humus, Armut, Nährstoffmangel, Sauerklee, na, den haben auch viele im Rasen und wollen ihn nicht haben, ist eigentlich sehr hübsch, der explodieren, die Samenkapseln, wirklich klasse, ist ein Zeichen für Klimawandel und sauren Boden. Also da würde ich auf jeden Fall mal den pH-Wert kontrollieren und eventuell, auch wenn es für die Rasengräser nicht ganz optimal ist, auf über 7 einstellen. Also mit dem guten Gartenkalk, mit dem Carbonatkalk den pH-Wert anheben auf über 7. Das mag der Sauerklee gar nicht. Klimawandel aufhalten, ja. Gut, ne, das ist natürlich ein bisschen schwieriger, ne, wenn seine Klimageräte im Garten aufstellt, um den Rasen zu kühlen, besser nicht. Und dieser Sauerklee wird häufig über Topfpflanzen eingeschleppt, also über Staudenpflanzungen natürlich auch oder auch über Zierpflanzen. Also da schauen, dass man eben in den Töpfen diesen Sauerklee nicht drin hat. Wie gesagt, der blüht dann gelb und dann puff, springen die Samen weg und schon hat man es im Rasen. So, als letztes noch die Disteln und jetzt, wenn ihr nicht aufgepasst habt, das Webinar kann 5 Tage nachgesehen werden. Die Disteln haben wir schon besprochen, für die, die jetzt gerade aufgewacht sind. So, letzter Punkt, auch ein Blick ein bisschen vielleicht über den großen Teich. Wie sieht's denn da aus? Gibt's denn da überhaupt keine ökologischen Präparate? Jo, gibt's. Also in Amerika sind relativ viel zugelassen Rasenunkrautvernichter, die auch als Organic Lawn Care gelten, also als biologische Rasenpflege, die teilweise auf Eisenbasis sind. Also da wird Fiesta heißt das eine Mittel, das hat die Firma Neudorf in Amerika zugelassen. Auf Zimtsäure gibt's welche, dann sogar welche mit Kochsalz, die dann eben gezielt auf die Pflanzen ausgebracht werden. Bitte macht das nicht selbst, weil das ist nicht gut für den Boden. Das ist eine bestimmte Formulierung mit Kochsalz, die dann wirklich auch auf den Pflanzen haften bleibt. Also nur mit Salzen, na, tut man sich auch nichts Gutes. So,
Der Maiskleber ist eine Sache, die ist auch zugelassen. Das ist ein Vorauflaufherbizid sogar. Also das ist nass vermahlener Maiskleber oder sowas, der eben gestreut wird zur Forsythienblüte ungefähr. Also jetzt im Frühjahr sind wir schon ein bisschen spät dran. Und da kann nichts keimen. Das ist einerseits 10% Stickstoffdünger. Andererseits tun sich Pflanzen sehr schwer beim Keimen, wenn dieser Kleber da auf dem Boden liegt. Das heißt, da kann man sehr gut Klee und ja, alle einjährigen Sachen wie Hirsen zum Beispiel wunderbar reduzieren. So, und Dani, du hast dich eingeklickt. Ich habe mich eingeklickt, ja, weil im Chat eine Frage aufgetaucht ist. Vielleicht können wir einen ganz kurzen Ausflug zu Fußballplätzen machen. Und zwar hat der Matthias Bleil die Frage gestellt, dass einige Fußballplätze scheinbar durch Regenwürmer zerstört werden, also auch in der Gemeinde von Matthias Bleil, und ob es dafür gesamtheitliche Lösungen gibt, um das zu verhindern. Also das ist wahrscheinlich dieser Schwarzkopf-Regenwurm oder wie er heißt. Das kann ich nicht sein, ja. Der macht immer diese Riesenhäufchen, ne? die dann immer recht unbeliebt sind. Also ich habe schon Plätze gehabt, da haben sich die Leute fast drüber gefreut, dass dieser Schwarzkopfregenwurm da aufgetreten ist, weil eben die Verdichtungen ganz stark nachgelassen haben. Es ist natürlich von uns natürlich einfach so, für den Naturgarten und sowas sind Regenwürmer immer gut. Am Sportplatz kann es eventuell eine Plage sein. Also die Häufchen kann man sehr gut verteilen mit Matten, die man einfach hinter dem Rasentraktor herzieht oder sowas. Die sind relativ weg. Ist ein wunderbarer Humus, ne? Ist wunderbar für die Rasengräser. Aber wenn es wirklich ein Problem ist, es gibt ökologische Methoden, die müsste ich jetzt aber nachschauen. Das haben sie, glaube ich, in Hessen haben die das angewendet, Präparat, um dann eben die Regenwürmer, weiß nicht, vertreiben oder absammeln sogar. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Also das eine ist, sie rauszulocken aus den Löchern und abzusammeln, was natürlich mühsam ist. Und das andere ist wirklich ein Vertreiben. Das ging, glaube ich, über Senfsaatgut, Senfschalen oder sowas. Und diese scharfen Dinger, das mögen es einfach nicht. Aber da müsste ich nochmal nachschauen, am besten wirklich bei der Grünraum-Servicestelle melden. Ich gebe da gern die Infos auch weiter. Aber prinzipiell eigentlich überhaupt kein Problem, weil er eben wirklich auch ein bisschen tiefere Schichten lockert. Und wenn der Platz jetzt keine richtige Bombierung mehr hat oder wirklich die Tragschicht vom Rasen stark verdichtet ist, dann sind Regenwürmer ein Segen, wirklich. Auch für die Scherfestigkeit, für die Spieler. Aber wenn es nicht beliebt ist, man kann es ein bisschen reduzieren, ja. Ja, und vielleicht wirklich einmal mit einem Netz drüber ziehen oder so ein paar Mal. Ist die einfachste Methode, selbst beim Bewässern fallen die meisten schon zusammen. Und es ist wunderbarer Humus und Belebung. Okay. Danke, Andreas. Ich glaube, ein paar Folien hast du jetzt noch. Bevor du jetzt hier weitermachst, vielleicht noch für die schon weg müssen, der Hinweis, wir stellen wieder gleich das Padlet, also diese digitale Pinnwand in den Chat, wo wir uns über Ihre Rückmeldung freuen. Und jetzt übergebe ich wieder an dich, Andreas, für deine letzten paar Folien und dann sind wir schon angelangt. Danke. Jetzt kommen nämlich die einfachsten Methoden, wie man eigentlich wirklich dem Ganzen Herr werden könnte. Das wird vielleicht nicht überall passen, aber es wären wirklich die easy going. Einerseits natürlich Information. Und die Frage ist, würdet ihr sowas am Schwimmbad aufstellen? Für ihre Sicherheit haben wir unsere Liegewiesen mit chlorierten Phenoxyfettsäuren behandelt. Wenn man ehrlich ist, würde man das wahrscheinlich nicht tun. Und das ist auch die Frage, was ist den Besuchern im Bad lieber, dass sie sich wirklich ungefährdet in das Gras legen können und ihre Kinder natürlich auch reinlegen können, oder die Bienen? Und da gibt es wahrscheinlich auch zwei Meinungen. Die einen sagen wahrscheinlich, ja, wenn man es im Herbst anwendet, dann ist es eh sicher und im nächsten Frühjahr fast nichts mehr da. Das stimmt. Das ist natürlich relativ gut abgebaut, kann man nicht sagen. Es bildet sich komplex an Bodenteilchen und sowas und in den Pflanzen bleibt es relativ lang, also in den Rasengräsern. Aber es ist keine akute Gefährdung. Also das wäre falsch, wenn ich das jetzt sagen würde. Aber das wäre natürlich die Möglichkeit, wirklich offen damit umzugehen. Und ich denke mal, die meisten werden sowas nicht gutieren. Ehrlicher wäre es natürlich, dass man einfach ein Schild aufstellt. Und das hat die Marlene Weintritt ja auch schon ein bisschen angedeutet. Liebe Besucherinnen und Besucher unseres Bads, um Sie und die Umwelt zu schützen, verzichten wir auf den Einsatz chemischer Unkrautvernichter und chemisch-synthetischer Rasendünger. Bitte beachten Sie, dass eben Bienen auf unseren Flächen vorkommen können und schützen Sie sich, indem Sie und Ihre Kinder Badeschuhe tragen. Ist eigentlich eine wunderbare Sache, gerade in den Bereichen, wenn ihr jetzt das angeschaut habt mit der ökologischen Weißkleebekämpfung und ihr habt einen Boden, der einfach sehr abgemagert ist, ist es natürlich sinnvoll, in der Übergangszeit, wenn es wirklich mal einfach ein, zwei oder vielleicht drei Jahre dauert, bis das gut anschlägt, in der Übergangszeit einfach auch zu informieren.
Ne? Und dann kann man natürlich noch dazu schreiben, dass man ökologische Maßnahmen nimmt, um den zurückzutreiben, aber dass das eben dauert. Also man kann informieren, informieren, informieren. Und das ist Unkrautmanagement oder Beikrautmanagement. Also nicht nur die Bekämpfung und welche Methoden, sondern auch die Information der Bevölkerung und natürlich auch die Information vom Bauhof. Was gibt's Neues in den Bereichen? Und für euch Ösis habe ich noch eine Austrian Edition gemacht. So, Dani, schalt dich ein, bitte. Quirch, Klee, Bohrfegel und Humme. Bei mir klingt das schrecklich, wenn ich das sage. Du hast gesagt, du kennst das nicht, ne? Die Bohrfegel. Ja, und der Stefan hat gesagt, das heißt Bäfegel und eigentlich ist es Bei nur oder Bei ist aber auch wieder Wahnsinn. Mir giftel nix, zirkt Schlapfen, oh, oder oh? Oh, oh. Was, zirkt Schlapfen, oh. Ja, okay. Gut, ich bin ja noch beim Integrieren in diesem Land. Ich fühle mich übrigens sauwohl hier und ich finde es super, diese Sprache. Ich habe das nachgeschaut. Das sind wahrscheinlich Dialekte aus dem Pingau, Pongau, Pungau, keine Ahnung. Und vielleicht gar nicht niederösterreichisch. Mir hat es gefallen, da zu recherchieren, wie heißt Biene auf Österreichisch. Und da kam mir der Bohrvogel, die Bohrfegel. Super. Oder einfach Bein. Genau. Jetzt bleibt da, weil ich bin jetzt eh gleich fast am Ende. Das nächste wäre natürlich, wir empfehlen ja auch immer gerne Blumenwiesen. Und warum nicht einige Rasenflächen, wenn sie jetzt nicht hundertprozentig repräsentativ sein sollen, zur Blumenwiese umwandeln? Da beraten Sie auch alle Regionalberater bei uns und Regionalberaterinnen. Ne? Dani, du machst auch Blumenwiesenberatungen. Wir schauen uns die Flächen an. Meistens sind die in den Rasenflächen schon drin. Man muss es nur aufwachsen lassen. Ja. Und das geht aber nicht überall. Ne? Bäume, Sträucher und sowas. Gut, Dani. Ja, ich habe noch eine Frage aufgetaucht, die nehmen wir jetzt schon noch mit, weil die, glaube ich, wichtig ist. Wie stufen Sie die Verwendung von Kattan ein? Dieses von was? Kattan Gold, oder wie heißt das? Dieses Ach, Kattan, ja, ah, genau. Das ist eine Pelagonsäure. Die ist natürlich schon zu gebrauchen und ich gebe es zu, ich habe die unterschlagen jetzt hier. Ich wollte sie eigentlich mit ansprechen. Wir haben ja die natürlichen Fettsäuren, ne? Also nicht die Phenoxyfettsäuren. Die natürlichen Fettsäuren, wie zum Beispiel Essigsäure, Oktansäure oder Pelagonsäure, die wir durchaus empfehlen, sowas zu machen. Es ist aber nichts anderes als ein oberirdisches Abbrennen. Das heißt, die Wurzel wird überhaupt nicht geschädigt. Es ist in manchen Bereichen bestimmt sinnvoll, ja. Und gegen Moos im Rasen oder zum Beispiel Moos auch auf so Tennenplätzen oder Tennisplätzen, wo dann diese Ziegel drauf ist, da wächst manchmal so Moos. Da gibt's es ist aber ein Biozid, ne? Gibt's auch auf Pelagonsäurebasis. Die wird dann nur 1,6%ig gegossen und das Moos stirbt ziemlich sicher ab. Und diese Säuren sind wirklich relativ ungefährlich für die Natur. Die kommen im Haarfett vor, in Pflanzen und sonst noch was. Also ich halte sehr viel davon. Phenalsan, Kattan Gold oder sowas sind super Sachen. Sie sind nicht immer die besten Möglichkeiten, aber ja, auf jeden Fall auch zu empfehlen von Natur im Garten. Super, also danke nochmal für diese Frage jetzt ganz am Schluss. Ich glaube, das war nochmal ganz ein wichtiger Input. Ja, danke an dich, lieber Andreas. Wenn du magst, können wir uns an dieser Stelle verabschieden und ich mache nur das Angebot. Ja, mach du dein Angebot und ich sage vielen Dank fürs Interesse und wünsche wirklich ein wunderschönes Wochenende. Und danke auch für die vielen, vielen Informationen, die du uns heute wieder geliefert hast. Dankeschön. Macht Spaß mit dir. Ciao. Tschüss. So, dann gehen wir zur nächsten Folie. Da haben wir jetzt noch unser Angebot. Also es gibt die Pflegeberatungen, die kostenlos sind, die eben der Andreas Steinert durchführt. Also er kommt gerne zu Ihnen in die Gemeinde und berät Sie eben, wie man den Pflegeaufwand reduzieren kann, aber eben auch zum Thema Pflanzenschutz und Unkraut, Beikraut, Wildkraut, Beseitigung. Dann gibt es Gestaltungsberatungen, die werden auch vom Land Niederösterreich gefördert. Das heißt, wenn Sie irgendwo Fläche neu gestalten oder umgestalten möchten, dann gibt es die Blumenwiesenberatungen, weil heuer ist ja großer Blumenwiesenschwerpunkt. Da kommen wir Regionalberater gerne zu Ihnen in die Gemeinde und beraten Sie, welche Flächen geeignet sind für eine Blumenwiese und welche Methode man am besten anwendet, sind ebenfalls kostenlos. Ja, und an dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an alle Gemeinden, die sich am Blühwiesensonntag beteiligt haben. Und wenn Sie heuer in Ihrer Gemeinde auch wirklich Blühflächen anlegen, dann freuen wir uns, wenn Sie Ihre Quadratmeter auch unter www.blüsterreich.at eintragen.
weil wir einfach diese Flächen auch sammeln und unser Ziel ist eben, möglichst viele Blumenwiesen und Blühflächen heuer neu anzulegen. Ja, dann gibt es die Grünraum-Servicestelle unter 02742-74333. Also gerne mit allen Fragen zum öffentlichen Grünraum sich an die Grünraum-Servicestelle wenden. Ja, und dann gibt es eine neue Sonderförderung zum Thema klimagrüne Orts- und Begegnungszentren in niederösterreichischen Gemeinden. Da gibt es eine Förderquote von bis zu 30% für Naturgartengemeinden, ein bisschen weniger für andere Gemeinden. Und da fallen eben Projekte rein, die gemacht werden zur Anpassung der Ortszentren an die Effekte des Klimawandels. Entsiegelungsmaßnahmen fallen hinein oder die Schaffung neuer versickerungsoffener Flächen mit einer entsprechenden Bepflanzung. Da kann ich dann gern jetzt dann auch gleich noch den Link in den Chat stellen. Heuer gibt es auch wieder den European Award for Ecological Gardening, also einen Preis, also eine Auszeichnung. Und falls Sie ein Vorzeigeprojekt in Ihrer Gemeinde haben, trauen Sie sich wirklich und melden Sie sich an, machen Sie da mit. Dann gibt es auch die Jobchance. Falls Sie noch qualifizierte Grünraum-Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen suchen, dann ist das so ein befristetes Arbeitsverhältnis und wo wiederum die Personen über das Projekt eine Grünraumpflegeausbildung machen können. Auch da kann ich dann gerne den Link noch in den Chat stellen. Ja, und dann gibt es noch ein niegelnagelneues Portal für alle Fragen rund um Schädlinge und Krankheiten, www.gartentelefon24.at. Also ganz viel zum ökologischen Pflanzenschutz mit einer raschen Übersicht zu Symptomen, vorbeugenden und bekämpfenden Maßnahmen, Produktanbietern und so weiter und so fort. Ja, dann gibt es auch noch Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, zum Beispiel den Lehrgang für ökologische Grünraumpflege. Der ist für heuer schon ausgebucht, aber Sie können sich gern für nächstes Jahr schon mal vormerken. Also der ist super geeignet für Bauhofmitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und Broschüren und Infoblätter, da ist vorher schon mal der Link im Chat gestanden, wo man eben sich Informationen aus der Homepage www.naturimgarten.at holen kann. Dann gibt es auch einen monatlichen Grünraum-Newsletter auf unserer Homepage ganz unten auf der Seite. Und natürlich, wie schon gesagt, freuen wir uns, wenn Sie es noch nicht getan haben, lassen Sie sich als Naturimgarten-Gemeinde auszeichnen und setzen auch Sie ein Zeichen für Ökologie und für naturnahe Bewirtschaftung und Pflege und Gestaltung. Gut, dann gehen wir noch eine Folie weiter. Das sind eben jetzt wir Regionalberater. Da ist links oben die Theresa Steiner für die Region Niederösterreich-Mitte, rechts oben Martina Lill-Reiner fürs Weinviertel, links unten Bernhard Heidler fürs Mostviertel, rechts unten Petra Hirner fürs Industrieviertel, in der Mitte Andreas Steinert, der eben die Pflegeberatungen macht, sich super toll mit dem Unkraut auskennt und auch heute die Präsentation gehalten hat, also heute referiert hat. Und unten in der Mitte, das bin ich, mein Name ist Daniela Tüchler und ich bin fürs Waldviertel zuständig. Dann habe ich noch die nächsten Webinartermine für Sie. Also nächstes Monat im Mai haben wir zu viel oder zu wenig Regenwassermanagement in den Gemeinden und am 25. Juni mehr Kühlflächen durch Gebäudebegrünung, also Fassaden und Dachbegrünungen. Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank heute fürs Dabeisein. Danke auch wieder an die Technik im Hintergrund. Nochmal an den Referenten Andreas Steinert und unsere Interviewpartnerin Marlene Weintritt aus Bruck an der Leiter bzw. Berg. Und an alle Kolleginnen und Kollegen im Chat, die mich unterstützt haben und alle, die heute mit dabei waren. Erzählen Sie auch wirklich weiter, dass es uns und dieses Format hier gibt. Wir freuen uns, wenn Sie im Mai beim Thema Regenwassermanagement, wo eben das Regenwasser oft plötzlich zu viel ist und dann wiederum lange Zeit viel zu wenig ist. Also wir freuen uns, wenn Sie zu diesem Thema wieder mit dabei sind. Ich garantiere Ihnen, es bleibt auch wirklich spannend. Wir freuen uns auf Sie. Pfiat euch, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.